Hallo und herzlich willkommen zu Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Sigrid Fahrer. Ein Hoch auf das Lesen heißt es am 23. April, dem Welttag des Buches. Büchereien und Bibliotheken hatten jetzt eine Weile geschlossen und öffnen nach und nach wieder ihre Türen. Wer sich noch nicht mit neuem Lesestoff versorgen kann, muss in der Zwischenzeit aber nicht auf spannende Geschichten und Abenteuer verzichten. Wir schreiben sie einfach selbst. Und das nicht nur auf Papier, sondern nutzen dafür Apps und Programme, die neue Textformen wie Chatgeschichten oder interaktive Bücher ermöglichen. Die kreative Auseinandersetzung mit Büchern und spielerischen digitalen Leseangeboten hat den großen Vorteil, dass sich damit auch diejenigen ansprechen lassen, die nicht so gerne lesen. Vor allem Kinder und Jugendliche können von der eingehenden Beschäftigung mit dem Aufbau von Geschichten, dem interaktiven Agieren mit dem Text oder dem Neu- und Nacherzählen von Lieblingsbüchern profitieren. Denn kreatives Schreiben zu literarischen Vorlagen kann als angewandtes Lesen verstanden werden. Das Geschriebene führt auch wieder zurück zum Lesen. Zum einen, um sich weitere Anregungen aus der Lektüre für den eigenen Text zu holen und zum anderen, weil die entstandenen Texte wiederum eigene Leserinnen und Leser finden. Ich habe mich im Deutschen Bildungsserver nach Tipps zum Lesen und Schreiben mit digitalen Medien umgeschaut. Die vorgestellten Ideen eignen sich für die schulische und außerschulische Projektarbeit und können auch in Familien für lustige Nachmittage sorgen. Spielbücher sind nach wie vor sehr beliebt. Das Besondere an diesen Büchern ist, dass die Leserin und der Leser auf die Handlung Einfluss nehmen kann und mit den getroffenen Entscheidungen die Geschichte mitgestaltet. Selbst solche interaktiven Geschichten zu gestalten, macht nicht nur Spaß, sondern vermittelt auch Wissen, zum Beispiel über Erzählstrukturen. Mit dem kostenlosen Open-Source-Programm Twine können interaktive Geschichten einfach digital umgesetzt und veröffentlicht werden. Frank Sindermann erklärt auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung ganz ausführlich, wie Text-Adventures mit Twine erstellt werden und gibt erste Impulse für den Einsatz im Unterricht. Christiane Schwinge von der Initiative Creative Gaming e.V. hat für die Hamburg Open Online University ein Konzept entwickelt, um in Projektarbeit interaktive Geschichten zu entwickeln. Beide Lehrmaterialien stehen unter offener Lizenz und können frei genutzt werden. Comics und Graphic Novels eignen sich ebenfalls hervorragend, um sowohl Freude am Lesen zu vermitteln, als auch seiner Fantasie im eigenen Comic freien Lauf zu lassen. Einwände wie "Aber ich kann noch nicht zeichnen" zählen nicht mehr, dank von Comicprogrammen, die Sprechblasen und Figuren bereithalten. Vor allem ermöglichen sie eines, eigene Fotos hochzuladen und daraus Comics zu machen. Der Landesbildungsserver Baden-Württemberg hält eine Materialsammlung bereit, die nicht nur Tools vorstellt, sondern auch Wege aufzeigt, wie Comics im Unterricht eingesetzt werden können. Aktuelles zum Thema Comic in der Bildung gibt es übrigens auch auf Twitter unter dem Hashtag EduComic. Chatgeschichten sind Stories in Dialogform, die in der Optik von Messenger-Diensten veröffentlicht werden. Schreiben können sie alle und das auch noch gemeinsam. Nele Hirsch erklärt in ihrer Tool-Empfehlung bei Open Advent, wie dies mit kostenlosen Programmen umgesetzt werden kann und gibt Impulse für den Einsatz von Chat-Stories im Unterricht. Weitere Programme zum Selbstmachen sowie Apps zum Selbstlesen von Chat-Stories stellt Jörg Lohrer für die Seite medienpädagogik-praxis.de vor. Wer noch mehr Anregungen sucht, um Lesestoff digital aufzubereiten, wird bei Total Digital fündig. Das Projekt des Deutschen Bibliothekverbands lädt zu kreativer Auseinandersetzung mit Büchern und digitalen Medien ein. Die Best-Practice-Beispiele liefern Inspiration für eigene Projekte. Romeo und Julia auf Instagram, Lieblingsbücher in Computerspiele umwandeln oder eine Fotostory kreieren. Weitere interessante Webseiten zur Verbindung von Lesen und digitalen Medien finden Sie im Deutschen Bildungsserver und auf Lesen in Deutschland. Links zu den erwähnten Seiten finden Sie im Bildungsserver-Blog.
Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und einen schönen Welttag des Buches.